Ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time in Kooperation mit Football Stars. Wir sind heute wieder am Start mit dem nächsten Video. Nach etwas längerer Pause geht es heute los fürs Wochenende mit den Prognosen, mit meinen Tipps und mit meinen Ideen zu den jeweiligen Top-Partien und natürlich auch allgemein zu den Spielen in der Premier League und in der Bundesliga. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schreibt gerne auch in die Kommentare, wie es letzte Woche bei euch lief. Und wir haben hier schon einmal BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim. In Sinsheim wird das Ganze ausgetragen und auch das ist Teil unserer Challenges heute. Dazu geht es noch in die Premier League und es gibt hier ein wunderbares Gewinnspiel, an dem ihr natürlich auch wieder kostenlos teilnehmen könnt. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung, registriert euch kostenlos bei footballstars.de und nehmt einfach an der Challenge teil. Eventuell habt ihr die Chance, hier zu gewinnen und dementsprechend krasse Preise abzusahnen. Das ist doch zu Weihnachten, denke ich mal, eine relativ coole Geschichte. Allgemein sind die Links zu Footballstars in der Videobeschreibung allgemein auschecken. Für IG Vault, mein Merchandise und meine Social Media Links könnt ihr gerne vorbeischauen. Letzte Woche war mal wieder nicht so erfolgreich, da wollen wir eigentlich gar nicht mehr drauf gucken, wenn wir ganz ehrlich sind, denn möchte ich mich nicht weiter zu äußern. Wir nehmen mal hier die Filter raus und gehen zur Premier League bzw. zur Bundesliga und da haben wir hier einmal die Leistungsbereitschaft. Das ist die Challenge mit TSG 1899 Hoffenheim gegen den BVB. Stelle ein Team aus 6 Spielern zusammen, die mehr Punkte sammeln als deine Gegner. Also mal wieder eine relativ simple Challenge, 25 Millionen Budget, 3 Spieler pro Mannschaft und einen 2-2-2 Formation. Ja, bin ich mal gespannt, was ich hier jetzt so zusammenbasteln kann. Weil wir nicht so viel Budget haben und ich denke, dass es trotzdem ein sehr interessantes Spiel werden wird, packe ich einfach mal Wagner rein. Das ist, denke ich mal, eine relativ offensichtliche Wahl, weil Wagner momentan der Stärkste ist bei der TSG und auch sehr, sehr konstant, auch wenn er letzte Woche gegen Frankfurt natürlich ein bisschen in der Kritik stand. Allerdings hat der Nagelsmann bereits gesagt, er will, dass er genauso spielt und dementsprechend kann man sich tatsächlich relativ sicher sein, dass der auch gegen Dortmund spielen wird. So. Weiter geht's mit beispielsweise Amiri, den könnte man reinnehmen, dem hier bei Lukas Rupp, Polanski. Ich denke mal, ich werde mich dafür Rupp entscheiden, weil wenn er spielt, ist Rupp eigentlich immer eine relativ gute Option. Ist ja mit Stuttgart letztes Jahr abgestiegen, davor mit Paderborn abgestiegen, hoffentlich dieses Jahr nicht mit Hoffenheim, sieht aber nicht so aus. Ist ein sehr solider Spieler, muss man ganz ehrlich sagen, gefällt mir ziemlich, ziemlich gut auf der Position und ist vor allem immer relativ, eigentlich immer relativ solide, aber es gibt kein Spiel, wo man sagen könnte, Rupp war wirklich extrem schlecht und dementsprechend packen wir den mal da rein. Wir können auch Polanski nehmen oder dem hier bei, der aber angeschlagen ist, oder Vogt oder Rudi, der verletzt ist, oder Amiri, aber ich glaube, Rupp ist relativ solide, zumal ich glaube, dass es ein relativ defensiv geprägtes Spiel sein wird zwischen der Mannschaft, die noch nicht verloren hat und dem BVB, der dringend gewinnen muss, um an Bayern dran zu bleiben. Defensiver, und da müssen wir natürlich wieder einen von Hoffenheim nehmen und da entscheide ich mich jetzt spontan mal für Niklas Süle, weiß aber noch nicht ganz genau, ob das im Endeffekt mit dem Budget passt, ansonsten nehmen wir Jeremy Toljan, den wir da schon sehen, auch der ist ein sehr solider Spieler. Bicakcic wäre normalerweise letztes Jahr meine Wahl gewesen, aber der ist ja momentan ersetzt durch Hübner und dem traue ich nicht so ganz, deswegen, mal schauen, aber gehen wir erstmal zum BVB und gucken, ob wir das irgendwie mit dem Budget so hinbekommen. Schmelzer geht auf jeden Fall in die Defensive, ist für mich ein sehr, sehr solider Spieler, der immer wieder zeigt, dass er bei Dortmund einfach zu Hause ist und dass er genau in diesen Verein gehört. Im Mittelfeld, da ist natürlich die große Frage jetzt, wen packen wir da hin? Da könnte man natürlich jetzt mit 8,0 Millionen nicht mehr so viel machen, vor allem, weil wir noch einen Stürmer vom BVB nehmen müssen. Und da könnte man jetzt Ramos nehmen, ob der spielt, ist allerdings wieder fraglich. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, okay, wir müssen eigentlich Ramos nehmen, weil den Ober können wir uns leider Gottes nicht leisten und Dembélé auch nicht. Dementsprechend, ist das eine relativ simple Wahl und Ramos geht dahin. Hat ja auch letztes Spiel nicht schlecht gespielt. Wer sagt, dass er nicht spielen wird dieses Wochenende? Und im Mittelfeld brauchen wir noch einen Dortmunder und zwar für maximal 6,7 Millionen. Und da sind wir Gott sei Dank relativ frei, abgesehen von Weigel. Castro ist angeschlagen, Schürrle, Kagawa, Reus ist zu teuer leider Gottes mittlerweile wieder, weil er seine Leistung abrufen konnte. Aber ich glaube ganz ehrlich, dann nehme ich mal den Mario Götze mit rein und hoffe, dass der ein gutes Spiel machen wird. Bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, aber wir machen das einfach mal. Oder nehmen wir Weigel. Wir nehmen mal Weigel, packen dafür Süle raus und packen Toljan rein. Nee, Vogt. Vogt packen wir rein. Vogt können wir nicht reinpacken. Doch, Vogt können wir reinpacken. Okay. Warum? Ach so, weil Vogt. Ja, gut. Schlecht. Karajabek ist leider angeschlagen. Dann nehmen wir Toljan und dann können wir aber, glaube ich, hier Sokratis nehmen, oder? Wir haben 6,8 Millionen. Was kostet Sokratis? 4,5. Okay, dann machen wir es so. Der beste Zweikämpfer der Liga, der ja zuletzt das Interesse von Real Madrid aus sich gezogen hat. Das ist meine 11 für Hoffenheim gegen Dortmund. Können wir, oder meine 6, besser gesagt. Können wir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und wir gehen mal ganz kurz zur Bundesliga allgemein und gucken mal an, was wir da dieses Wochenende so tippen wollen. Ich habe ehrlich gesagt mir die ganzen Spiele noch nicht angeguckt, aber Konferenz ist auch falsch. Wir schauen mal. So, Freitagabend Topspiel, das wissen wir halt gerade, haben wir schon gesehen, Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Ich sage, dass es ein sehr kampfgeregtes Spiel sein würde und ich sage, dass die Hoffenheim ihre erste Saisonniederlage, ja,
bekommen werden mit 1-2. Bremen gegen Köln. Bremen ein bisschen im Aufwind. Köln momentan sehr verletzungsgeplagt, allerdings zuletzt auch mit einer Überraschung gegen Dortmund. Ich glaube, das wird ein Unentschieden, 2-2. Schalke gegen Freiburg. Schalke muss zu Hause gewinnen, nachdem sie zuletzt so unglücklich verloren haben gegen Leverkusen, 2-0. Leipzig gegen Hertha. Ja, Leipzig momentan ja, man kann ja fast schon sagen, in der Krise, nach der ersten Niederlage, aber in der richtigen Krise sind sie nicht. Hertha jetzt zu Hause auch verloren. Schwieriges Spiel, aber Leipzig zu Hause 2-1. Augsburg-Gladbach. Gladbach mit dem Sieg, der war richtig für die Moral. Sie spielen nicht gut, aber sie gewinnen dieses Spiel. Augsburg allerdings mit dem neuen Trainer. Der Effekt? Ich weiß es nicht. 0-1 für Gladbach. Mainz gegen Hamburg. Ja, Hamburg momentan im Aufwind, aber ich glaube, Mainz muss mal wieder punkten, beziehungsweise muss mal wieder zeigen, wer der Chef im Ring ist. Und gerade zu Hause ist Mainz eigentlich stark, haben sie zuletzt auch gegen die Bayern wieder mal gezeigt. Deswegen 2-1 für Mainz. Wolfsburg gegen Frankfurt. Ist eine relativ schwierige Partie. Frankfurt zuletzt nur mit einem Unentschieden gegen Hoffenheim, aber eine sehr starke Saison bisher. Wolfsburg bisher gar nicht stark, aber spielen zu Hause. Spielen allerdings zu Hause auch nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Bin ich mir nicht ganz sicher. 1-1. Darmstadt gegen Bayern, braucht man nicht viel zu sagen. 0-3. Und Leverkusen gegen Ingolstadt. Tippe ich ein 2-0. Zwar hat Ingolstadt letztens gewonnen, aber ich glaube, das ist ein Strohfeuer. Auch wenn bei Purgis bisher einen guten Job macht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie auswärts in Leverkusen gewinnen. Kann mich täuschen, aber das ist meine Meinung. So, gehen wir zur Premier League über. Und auch da haben wir, wie gesagt, eine relativ interessante Challenge. Denn wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar das Xmas-Gewinnspiel mit dem Thema Flügelflitzer, wie ihr schon sehen könnt. Dieses Mal ist es Premier League at its best. Dabei geht es passend zur Weihnachtszeit um die Flügel. Ja, das ist hier lustig wegen Ente und Gans. Welche Stars rocken den 17. Spieltag und schlagen die meisten Flanken? Oder nutzen die Youngsters die große Bühne? Blablabla. Wir haben Manchester City gegen Arsenal und Everton gegen Liverpool. Das heißt, einmal das Merseyside Derby und einmal das Duell momentan um Platz 4. 40 Millionen haben wir das Budget. Wir starten die Challenge und gehen mal rein und schauen, was wir hier raus zaubern können. Wir haben 6 Spieler wieder mal zur Verfügung und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das eben gemacht habe. So, und da sind wir mit der 6 für die Premier League. De Bruyne, Özil, Lallana, Zabaleta, Baines und Hector Bellerin. Das ist eine relativ starke Elf, muss ich sagen. Natürlich nur Außenverteidiger bzw. Mittelfeldspieler, die viele Flanken und Vorlagen geben. Lallana momentan in Topform, Özil sowieso und De Bruyne. Naja, City ist momentan nicht so stark, aber zuletzt immerhin gewonnen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass City dieses Spiel gewinnen wird gegen den FC Arsenal und zwar zu Hause mit 2-1. City braucht wieder einen Sieg und gerade im Etihad sollte das funktionieren. Das Merseyside Derby, momentan ist Everton nicht so stark. Liverpool hingegen schon, auch wenn sie jetzt zuletzt ja gekriselt hatten, aber ein 3-0 gegen, ich glaube, Crystal Palace war es, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt auf jeden Fall wieder mit Mignolet im Kasten. Zeigt schon ihre Ansprüche und dementsprechend glaube ich, dass auch das Spiel gewinnen. Und zwar ebenfalls mit 1-2. Diesmal also umgekehrtes Ergebnis. Zabaleta, Baines, Bellerin, alle Außenverteidiger, die Flanken schlagen. Lallana, Özil, De Bruyne, alle Spielmacher, die viele schlagen. Von daher wird das schon irgendwie so gehen. Und diese Woche sind hier leider Gottes die Listen für die Premier League ein bisschen schwierig, deswegen kann ich nur relativ begrenzt tippen, aber wir machen das einfach trotzdem mal. Crystal Palace gegen Chelsea, Chelsea mit 10 Siegen in Folge und ich glaube, das wird sich auch gegen Palace fortsetzen mit 0-2. Das Gewinnerteam, hier haben wir mal 4 Spiele. Stoke gegen Leicester, Leicester zu sechs extrem schwach, Stoke kommt so wieder ein bisschen auf den Damm, ich glaube, das wird ein 1-1. Sunderland gegen Watford, ja, Sunderland zuletzt mit Niederlage, Watford, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, haben die gewonnen? Nee, die haben gegen City verloren, genau. Ja, schwierige Partie, auch 1-1. Middlesbrough gegen Swansea zuletzt mit der Niederlage, die müssen aber auch wieder punkten eigentlich, Middlesbrough aber auch. 1-1, West Ham gegen Hull City, West Ham gewinnt jetzt mal zu Hause, bitte, bitte gewinnt, bitte tut mir den Gefallen und schießt da unten ein bisschen raus, 2-1 Heimsieg. So, dann haben wir West Bromwich Albion gegen Man United, auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Man United zuletzt mit einem glücklichen Sieg gegen Crystal Palace war es, mit einem 2-1 durch Tore von Ibra und Pogba und ich glaube auch gegen West Brom werden sie gewinnen und zwar mit 2-0. So, der Sonntag in der Premier League, Bournemouth gegen Southampton, das ist eine sehr interessante Partie, weil die Saints momentan in meinen Augen nicht so stark sind, aber sie werden das gewinnen mit 1-0. City gegen Arsenal hatten wir schon, Tottenham gewinnt gegen Burnley mit 3-1 und dann sind wir durch. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung, guckt bei Football Stars vorbei und ich hoffe, dass ich euch in den nächsten Tagen irgendwann wieder richtigen, vernünftigen Content bieten kann. Lasst mir bitte noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann wird's schon gehen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut, haut rein und ciao.